Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deadlight. Ja, genau, Deadlight. Oh Gott, habe ich dir in den letzten Videos die ganze Zeit Daylight gesagt? Wie kam ich da drauf? Das war ein Film mit Sylvester Stallone. Keine Ahnung. Und die in diesem Tunnel festsetzen. Okay, ich habe was rausgefunden. Und das will ich euch natürlich jetzt zeigen. Habe mich dann absichtlich nochmal sterben lassen. Nämlich diese zwei Zäune am Ende. Davon muss ich bei einem nicht rüberklettern. Aber woher soll ich das sehen oder wissen? Das war für mich nicht erkennbar gewesen. Also, der erste Zaun, der jetzt kommt, da rolle ich einfach drunter durch. Da ist ein Loch. Seht ihr das? Holy crap! Ja, und dann sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Kabum. Das neue Gesetz ist die Krankheit, ist eine Krankheit. Dazu werden Menschen, deren schlechte Seite die Oberhand gewinnt. Sie sind auf Blut aus und wollen diese sterbenden Sterne beherrschen. Das macht mir Angst und ich schäme mich. Wir alle treffen Entscheidungen, wenn wir in die Ecke gedrängt werden. Diese Menschen, sie haben die schlimmste aller Entscheidungen getroffen. Ich muss diesen Jungen finden und ihn retten. Habe ich nicht gesehen, dass da ein Loch war. Hatte ich echt Glück durch Zufall. Ich will nicht wissen, wie oft ich es noch versucht habe. Bestimmt 20 Mal. So, wie kommen wir da hinten hin? Wahrscheinlich mit Anlauf. Nein! Ich habe doch A gedrückt. Zum Glück ist da jetzt ein Kontrollpunkt. Hat auf jeden Fall gesaved. Aber im Schiff. Ja, aber das mit Daylight und Deadlight, wie konnte ich das vertauschen? Herzlich willkommen zu Deadlight. To Let's Fail Deadlight, meine ich. Ja, hätte ich aber nicht die Pause gemacht und wäre da nochmal reingegangen ein paar Stunden später und hätte das in einem Rutsch durchgespielt, hätte ich sehr wahrscheinlich alle Videos weiter mit Daylight benannt. Okay, da kommen wir nicht dran. Können wir uns da dran hangeln? Oh, können wir nicht. Wir können aber bestimmt von davon abspringen. Das ging aber nicht. Ja, viel Trial and Error am Ende des Spiels. Wenn es das Ende ist. Ich weiß, wie lange das noch geht. Okay, da können wir auf die andere Seite. Aber wir können noch nicht an diesem Glitzerteil vorbei. Können wir... Hey. Können wir hier runter? Was passiert, wenn ich jetzt so... Damn! I've got to find that kid. Kann ich da hoch? He has no hope out here on his own. Das sah gefährlich aus da mit den Funken. Lass mich raten, Hubschrauber. Ah ja klar. Run, Randall, if you want to survive. Ach nee. Renn. Und einmal abrollen. Da können wir durch. Nein, der rennt da nicht. Ich dachte, da unten ist auch eine Lücke. Okay. Das ist echt eine Auswendiglernerei wie früher bei den Jump'n'Runs. Autsch. Run, Randall, if you want to survive. Ja, genau. Da war doch noch was. Run, Randall, if you want to survive. Das. Renn. Where are you, kid?
Eine Axt. Na, wenigstens etwas. Kann ich wenigstens schon mal umstoßen, die Gegner. Ah, alles fett. Entfahrt mit dir. So, nix wie weiter da. Ich hab den geköpft. Wie habe ich den geköpft? Hallo? Ah, verflucht. Ich muss mich in dem Regal verstecken und warten, bis der alle wegfegt, glaube ich. Where are you, kid? Ausdauer voll machen. Ich hoffe. So, konzentrierter Feuer mal auf rechts. Was ist damn kid. Gotta find him. Ups. Oh Gott. Bam. Oh, Misa, nein! Oh Gott! Halten dich da so ein paar Kistlein auf. Na gut. Nein, where are you, kid? Hier? Krass. Das ist krass. Das ist krass. Und krass, dass ich gerade so viel Energie verloren habe. Ich mir eigentlich direkt mal neu holen sollte. Ja. Wenn sie schon hier ist, holen wir sonst. An derselben Stelle. Damn, kid. Gotta find him. So, nur nicht kaputt gehen, nur nicht kaputt gehen. Da drüber springen. Oh! Hölle, verdammt! Wie soll das gehen? Ich kann da nicht drüber jumpen. Ich konnte es nicht umrennen. Where are you, kid? Kann ich das weghauen oder wie? Echt ein Trial Error. Mich erwischt, war es das sowieso. Deswegen macht es nichts, dass ich nur eine Energie habe. Damn, kid. Gotta find him. So, jetzt werden wir mal versuchen, das wegzuhauen. Na, das geht nicht mit dem Weghauen. Das geht nicht. Also diese Hubschrauberstelle ist
Echt mies. Geht ja echt peu à peu momentan. Where are you, kid? Oder ich übersehe wieder irgendwas total Simples. Das wäre natürlich übel. Richtung. Ja, das ist klar. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt daran vorbeikommen soll. Ich könnte versuchen, eine Rolle zu machen. Ja, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Dann bleibt er da irgendwie stehen. Boah. Also bei dem Spiel muss die Frustration schön hoch sein. So, jetzt springt bitte da drüber. Dankeschön. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Okay. Ich kann drüber springen. Ich bin ja schon mal froh, dass das wenigstens funktioniert. Where are you, kid? Komischerweise war das das erste, was ich gemacht habe, versucht habe, drüber zu springen zweimal und da ging es nicht. Kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Nein, ich dachte, sie wird schon nach rechts geschwenkt. Also das ist. Where are you, kid? So, Licht, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hallo, ich stehe hinter dem Pfahl. Muss ich das verstehen? Where are you, kid? Oh Gott, ich leide an dem Schwierigkeitsgrad. Naja, aber es ist eine Herausforderung. Eigentlich ist es nur eine Auswendiglernerei, aber na gut. Was knallt denn da noch ab?
So, also hier hinter dürfte mir eigentlich nichts passieren. So. Ja. Damn, bitte, jetzt nichts schief gehen, nichts schief gehen, rüberspringen. Ab in den Müll. Wieso bin ich jetzt gestorben? Why the hell did you run off? I'm fine. I know my way around. They're trying to kill you, kid. Think about that for a second. Let me help you get home. What's the fastest way underground from here? There's a sewer portal on the other side of the park. Then let's go. Run for it! Okay, auf in den Park. Oh, ich hoffe, das war die letzte Hubschrauber-Szene erstmal. Das ist ja schlimm. Lydia? My sweet Lydia? Halt. Kann man noch irgendwas machen? Where have you been? Help me! What's the matter with you? Why didn't you shoot? They almost killed me, dude. So loud. My daughter. I'm sorry. I saw her. There was no one there. Only the shadows behind you. Let's go. Through here. The rat knows that you won't get out of here again, boy. I'll punish you. You'll learn to behave yourself. I discovered where your friends are. They were taking them to the stadium just a while ago. To the stadium? In the beginning, it was the safest place in all of Seattle. Even more so than the Space Needle. A fortress of high cement walls protected by the military. But today, they've made it into one more horrific ring of hell. And what about my wife and daughter? What about them? I looked and listened hard. I couldn't find any trace of them. If they have been captured by these men also, your friends may know. I need to go now. I've lost too much time already. Be careful, Mr. Wayne. Those men are dangerous. Na, ich vermute mal, dass meine Familie schon komplett tot ist. Also auf zum Militärstützpunkt. According to what the rat told me, if I cross the parking lot, I'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors. Ganz schön viele. Komm, köpf die doch mal. Oh Gott, viel zu viele. Ich glaube, ich muss an denen direkt vorbeirennen. Also irgendwie klappt das mit den Köpfen nicht. Und ich weiß nicht warum. According to what the rat told me, if I cross the parking lot, I'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors. Los, weg, renn weiter, renn weiter, renn weiter, los! Bin fort mit euch. Ja, gar nicht erst mit denen anlegen. Oh. Nee, 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 ich muss da ganz schnell... Ende mal mit Steuerkreuz wechseln. Ich habe doch hoffentlich nicht schon längst eine. According to what the rat told me, if I cross the parking lot, I'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors. Ah Gott! Das ist echt mies. Mies.
According to what the rat told me, if I cross the parking lot, I'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors. Aha. Kann ich das hier gut davor setzen, bitte? Dankeschön. Warum nicht direkt so? Pistole. Sehr gut. Und wir können die Waffe tauschen jetzt. Haben aber nicht viel Muni, deswegen wechseln wir wieder zu der. So, ich muss glaube ich weiter runter, oder? Ja. Ah, das war nicht gut. Das war nicht gut. Kommt mal alle hier rüber. Kann ich das Auto da runterjagen? Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich. Haha, sehr gut. Hervorragend. Dankeschön. Okay, ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.